Eine Warnung vorab, wenn Sie weiterhin genüsslich in einen Burger beißen wollen, sollten Sie jetzt wegsehen. Diese Bilder sind nichts für Zartbeseitete. Mehr als 100 Schafe und Kühe eingepfercht in einen LKW. Sie werden in die Türkei transportiert, landen dort in der Pfanne, falls sie die Reise überhaupt überleben. Diese Bilder machen sprachlos. Auf den 1000 Kilometer langen Reisen durch ganz Europa scheinen sich die LKW-Fahrer nicht um die Tiere zu kümmern. Sie husten, schnappen nach Luft, sind krank von den furchtbaren Transportbedingungen. So behandelt man keine Lebewesen. Die wehrlosen Kühe vegetieren in ihrem eigenen Dreck vor sich hin, völlig ausgehungert knabbern sie an den Eisenstäben ihres Gefängnisses. Doch hier in der Transporthölle sind sie wehrlos ihrem Schicksal ausgeliefert. Der Deutsche Tierschutzbund und die Aktion Animals Angels haben diese erschreckenden Bilder jetzt ins Netz gestellt. Mit der Kampagne 8 Hours fordern sie eine Begrenzung der Tiertransportdauer auf maximal 8 Stunden. Mehr zur Kampagne unter www.8hours.eu. Das habe ich nicht gewusst. Zählt jetzt nicht mehr. Diese Bilder darf man nicht ignorieren.